Hallo, mein Name ist Helmut, ich komme aus Tirol und ich zeige jetzt ein Video, wie man Light My Fire von den Doors als Instrumentalstück auf einer Ukulele spielen kann. Ich beginne mit den ersten zwei Takten, ich hänge sie zusammen, gibt mehr Sinn. Dieses Zeichen, das öfters auftaucht, heißt, dass ich ganz leise, ganz locker auf die Saiten schlage, damit ich einen perkussiven Effekt erziele. Ich spiele die ersten zwei Takte, ein A-Moll, ganz normales A-Moll. Und dann lasse ich diesen Finger liegen, eins auf die dritte Seite und zwei mit dem Ringfinger. Das ist der zweite Griff, ein G, H-Moll. Ich spiele die ersten zwei Takte bis zu dieser Stelle hier, ganz langsam. 3, 4. Dann geht's weiter mit A-Moll. 4. Und dieser Teil ist identisch mit diesem. Ich spiele die ersten vier Takte zusammenhängend, vom Anfang an bis zum Ende des ersten Schlusses. 3, 4. Schneller. 3, 4. Und wenn ich an dieser Stelle bin, Wiederholungszeichen, spiele ich die 1, 2 der ersten drei Takte und im letzten Takt, zweiter Schluss, spiele ich nur mehr einen Teil dieses G-H-Moll-Griffes und dann kommt auf der zweiten und leeren Seite der Auftakt in die Melodie. Ich spiele jetzt die komplette Einleitung, das komplette Intro vom Anfang an bis zu dieser Stelle hier. 3, 4. Eine Pause und dann Auftakt. Der Fingerpicking-Teil, diese zwei Takte, die sich dreimal wiederholen, also viermal werden sie insgesamt gespielt. 2-0, 2-0, 2-1 spiele ich mit dem Daumen der rechten Hand. Und den Rest machen dann die Finger, ich spiele ganz langsam, beide zusammenhängend. 3, 4. Also der Bass, A-Moll und der G-Griff. Dazu die Melodie, ich spiele es noch einmal, ganz langsam. 3, 4. Und jetzt hänge ich alles zusammen bis jetzt. Die erste Zeile, Intro und diesen Teil, also ich spiele komplett die erste Zeile durch und wie gesagt, diese Sequenz wird viermal gespielt. 3, 4. Und jetzt kommt der Refrain, Come on baby, light my fire, beginnt mit G,
jetzt kommt dieser G-H-Moll-Griff, Klopfen. Und dann D, und vom D-Griff brauche ich nur die vierte und dritte Seite. Also im Zusammenhang, ich spiele diese zwei Takte, G, G-H-Moll und D, also von hier bis zu dieser Stelle, 3, 4. Dann bleibt dieser Teil völlig gleich. Und dann das D bleibt auch noch gleich. Und dann kommt 3, 4. Spiele die ersten vier Takte der zweiten Zeile von hier bis zu dieser Stelle ganz langsam. 3, 4. 7 Griff und 5 mal nach unten geschlagen. Also E7. 1, 2, 3, 4, 5. Ich spiele die komplette Zeile vom Anfang an bis zum Ende. 3, 4. 3, 4, Bonus gewissermaßen einen rhythmischen Teil dazu geschrieben, der vom Keyboard, glaube ich, gespielt wird. Sehr rhythmisch. Ich spiele es einmal durch in langsamem Tempo oder im normalen Tempo, damit man den Rhythmus herausbekommt. 3, 4. Und langsam, A-Moll. Dann Barré, komplett Barré über den zweiten Band und Klopfen. Dann C, längere Pause, wieder dieser Barré und wieder Klopfen. Also ich spiele es 3-4 Mal in gemäßigtem Tempo. 3-4. Spielen oder noch einmal wiederholen, je nach Lust und Laune. Ich spiele es jetzt einmal durch im mittleren Tempo zum Mitspielen, vom Anfang an bis zum kompletten Ende. 3, 4. Thank you.
wünsche jetzt viel Erfolg beim Üben, viel Spaß mit dieser tollen Nummer und bis zum nächsten Mal.